Ja, hallo, mein Name ist Manuel Fischelick. Ich bin wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts und parallel Professor an der Schumpeter School of Business and Economics hier an der Bergischen Universität in Wuppertal. Meine zentralen Arbeitsfelder sind die Transformationsforschung. Wir forschen quasi, wie das Energiesystem, das Mobilitätssystem, wie die Industrie, wie auch Städte sich transformieren können in Richtung Treibhausgasneutralität, in Richtung ressourcenleichter Gesellschaften. 2019 und 2020 waren national wie global geprägt die Zielformulierung. Zielformulierung von nationalen Regierungen, insbesondere auch der Bundesregierung, mit dem Ziel, bis 2045 treibhausgasneutral werden zu können. Aber auch Zielformulierung auf der internationalen Ebene. Die Europäische Union, China, Japan, Südkorea und auch Kanada haben für sich Ziele formuliert, in den nächsten Jahrzehnten treibhausgasneutral werden zu wollen. Das ist ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt. Der zweite Schritt ist aber fast noch entscheidender, um nicht zu sagen, er ist der entscheidende nächste Schritt. Es geht jetzt nämlich um die Übersetzung der Ziele in konkrete Umsetzungsinstrumente. Wir brauchen jetzt eine schnelle, eine konsequente und eine mutige Umsetzungsinitiative. Wir brauchen, anders gesprochen, das Mohren dicker Bretter für den Ausbau erneuerbarer Energien, für die Mobilitätswende, für die Industriewende, für die Gebäudesanierung. Und parallel dazu braucht es Partnerschaften, Partnerschaften auf unterschiedlicher Ebene. Auf der lokalen Ebene brauchen wir konzertierte Aktionen, zum Beispiel für den Ausbau der Photovoltaik in den Städten, indem die Stadtverwaltung zusammenarbeiten mit dem lokalen Energieversorger, mit der Zivilgesellschaft, mit Umweltverbänden, mit dem Handwerk, mit der lokalen Wirtschaft. Aber auch auf der internationalen Ebene brauchen wir Partnerschaften wie trilaterale, faire Energie- und Klimaschutzpartnerschaften, wo man sich untereinander unterstützt, um in Richtung Klimaneutralität sich entwickeln zu können. Und für das alles braucht man Aktivierungsmomente für die Umsetzung, für den Umsetzungswillen, um den Umsetzungswillen zu generieren. Und das schafft man im Wesentlichen nicht dadurch, dass man Katastrophenbilder zeigt. Die braucht es natürlich auch, um Handlungsdruck deutlich zu machen. Aber die schafft man, diese Aktivierung schafft man vor allen Dingen durch positive Bilder. Und hier kann die Story of a New World wirklich einen ganz, ganz massiven Beitrag leisten, weil sie auf der einen Seite den Handlungsdruck deutlich macht, weil sie zugleich aber genau diese positiven Bilder erzeugt, Kreativität und Unterschiedlichkeit der Menschen zeigt, weil sie deutlich macht, dass jeder auf seine Art mit seinen Ideen zur Problemlösung beitragen kann. Und dass wir nicht bei Null anfangen, sondern wir schon auf sehr viele hervorragende Projekte weltweit zurückgreifen können, die es jetzt gilt aufzugreifen, die es jetzt gilt zu multiplizieren, zu replizieren. Und ganz, ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend, weil sie Menschen zeigt, weil sie Menschen sprechen lässt, statt Technik und trockene Konzepte. Insofern wünsche ich The Story of the New World alles Gute und bin überzeugt davon, dass hier ein wichtiger Beitrag geleistet werden kann.